Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and it looks like work. Und in dem Sinn, herzlich willkommen zu der Trainingswoche Nummer 26. Die Woche ist wieder mal ein bisschen speziell und fängt nämlich nicht am Dienstag an oder am Montag, nämlich erst heute am Mittwoch, weil ich bin gestern und vorgestern in Rheinfelden gewesen, bei den All-In-Games. Und ich darf euch noch nicht zu viel spoilern, aber ich habe euch verraten, dass es richtig, richtig geil war. Und es wird ab Ende Mai wird's auf dem Insta-Channel von All-In-Games laufen. Ich werde euch safe hier jetzt noch ein paar Sachen einblenden, die ich schon zeigen darf. Wir sind halt 30 Creator aus der Schweiz und wir machen heute und morgen alle hier Games gegeneinander, um einen Gewinner zu bestimmen, der 20'000 Franken gewinnen kann. That's it. Mehr verrate ich nicht. Nein, Bro, ich will nicht rausgehen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Lass mir ein bisschen Platz machen. Und der Peter auch noch am Nein, Bro! Crazy. Okay, das war jetzt Tag 1 gewesen. Boah, ich bin tot. Ich kann euch nur sagen, es wird ohne Witz wahrscheinlich richtig. Also, ich bin richtig gespannt, wie die Videos jetzt werden. Aber es wird so. Also, wenn der Vibe, wo wir und die Energy, die dort war, also absolut crazy teilweise gewesen. Wenn die Videos nur annähernd ein bisschen so rauskommen auf Social Media, dann wird das eine richtig coole Sache. Auch richtig cool mal gewesen. Ich habe schon mega viel mit mega vielen Creator Kontakt gehabt. So mit dem Maelo und Adi, die habe ich halt am Zürich Marathon gesehen und auch so, also vorher schon mit dem Maelo zum Beispiel auch Kontakt gehabt, mit dem Praktikanten und so ein bisschen mit denen. Und die Bubble ist ja schon hure klein in der Schweiz, also das muss man schon sagen. Und dann aber halt mal so viel auf einem Haufen zu haben, es ist schon lustig und auch mega inspirierend gewesen, jetzt wirklich so ein paar Gespräche und so. Und ich finde es immer so interessant, was ist so die Initialzündung für jemanden, dass er das macht, wie ist er zu dem gekommen und so ein bisschen die Storys dahinter. Und es ist wirklich, muss ich echt sagen, krass, jeder hat einfach immer eine mega crazy Journey hinter sich mit Sachen, die funktioniert haben, Sachen, die nicht funktioniert haben, Sachen, die er einfach mal probiert. Das hat heute auch richtig Bock gemacht. So. Mehr darüber zu erfahren von anderen, wie das bei ihnen war und wie die das machen. Und ja, Games. Darf ich euch leider noch nicht zu viel verraten, weil der Vlog jetzt dann schon früher rauskommt, wenn die Games rauskommen. Aber ich kann euch sagen, kommt Ende Mai raus. Lohnt sich dort safe ein paar Mal reinzuschauen. Also folgender Plan. Ja. Egal, wer nicht zu dieser Gruppe gehört. Ja. Rausfuhlen, es bleibt unter uns. Oder sogar einfach alle Videos durch das Binge-Watchen, wenn sie dann rauskommen. Wirklich coole Sache. Und jetzt bin ich auch wieder zurück. Und natürlich war bei den All-In-Games nie das Thema gewesen, irgendwie 3,8 Kilometer zu schwimmen, einen Marathon zu machen oder 180 Kilometer Velo fahren. Darum geht es jetzt halt wieder back to training. Und die Woche wird wieder ein bisschen mehr Trainingsvolumen sein und wird wieder anstrengender. Wir haben jetzt 5 Uhr am Abend und ich gehe jetzt noch auf einen 2 Stunden Velo-Ride. Also, let's start the week. Okay, ich bin immer noch da, ich kann nur schnell kurz dort. Und ich lege mich jetzt an. Ich muss sagen, ich habe selten so viel gelacht wie in den letzten 2 Tagen. Wirklich so lustig sein. Weißt du, wie viele Leute auf diese Münze sind schon gegangen? Ja! Aber auch hure anstrengend. Ich bin gefühlt wie vom Bus überfahren gewesen. Wirklich so müde. Wir probieren uns erstmal wieder mal ein neues Produkt aus. Und zwar Ultra Competition. Das ist das spezielle, Getränk von Rudi Wild, wo er mit dem hat er eigentlich seinen Rekord gemacht. Und ich bin richtig gespannt auf das. Es hat anscheinend, das ist eigentlich ein Getränk, das Elektrolyte hat und Kohlenhydrat. Also das war so ein bisschen im Rudi Wild seine Geheimwaffe, als er noch aktiver Athlet war, hat er mir dort erzählt in dem Interview. Und ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, einfach weil ich nicht wollte alle Produkte gleichzeitig auftun und dann irgendwie dass sie irgendwie schlecht werden oder so, sondern eins nach dem anderen mal durchgehen, mal ausprobieren. Jetzt bin ich gespannt, wie das wird sein.
Schmeckt jedenfalls schon mal speziell, es ist nicht süß und es ist auch neutrale Geschmacksrichtung, also nicht irgendwie Zitrusgeschmack oder so. Ich bin gespannt, wie es wird sein während der Einheit. Training hat angefangen, bin schon eine halbe Stunde drinnen. Mache heute wieder die gleiche Runde und gehe über das Michelskreuz. Und jetzt hat es gerade angefangen zu regnen. Aber sonst läuft es gut. Hätte ich übrigens noch nicht gespielt. Habe ich vergessen, mal abfahren. Schon wieder. Okay, I made it. Bin oben beim Michelskreuz. Juhu! Jetzt wieder runter und eine Runde. Okay, Training fertig. 2 Stunden, 2 Minuten, 45 Kilometer. Let's go. Okay, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Mittwochtraining. Ich habe jetzt noch ein 20 Minuten Core Workout. Wieder eigentlich wie immer. Und dann bin ich fertig. Aber das gehört. Oh, let's go! Fertig. Machst du noch mal 10 Minuten? Ja, ich gehe so schön und schnell duschen. Und Neopren. Ah, zum Schwimmen. Alle haben schon so üben. Also wir haben heute aufgehört, also wir haben heute Donnerstag und es ist aufgehört. Und leider ist Montag, Dienstag recht viel bei mir liegen geblieben. Das heisst, heute ist eigentlich ein ziemlich normaler Arbeitstag und vor allem E-Mails beantworten und Sachen anschauen, die ich jetzt nicht machen konnte die letzten Tage. Aber heute war auch noch etwas im Briefkasten gewesen. Nämlich, ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gemacht mit dem Michi von der Gemeinde Emmen und checkt euch das ab. Ich habe nicht gedacht, dass es einfach auf der Titelseite ist. Ich bin jetzt einfach von unserem Gemeindeheftli Emmen-Mail auf der Titelseite. Super. Schwimmen, Radeln und Rennen. Wie sich Peter Bolliger im Emmen zum Ironman formt. In Emmen-Bronx-Hood bin ich jetzt rum. Auch Kompliment an Michi. Die Bilder sind richtig gut geworden und auch das Interview wirklich cool. Zu Beginn habe er gerade mal 2 Bahnen crawlen können. Jetzt nach Monaten intensiven Trainings schwimmt er die Distanz von 3,8 Kilometer ohne große Probleme, sagt Ironman-Anwärter Peter Bolliger. Und es ist geil, ich habe natürlich auch geschaut, dass es ein fettes Shoutout drin ist an Sager 2 Rad fürs Velo und natürlich an One and Only Matej, an meinen Schwimmtrainer und an Stefan auch. So, ich bin gerade unterwegs ins Gym. Heute schon 1 Stunde Leg Day auf dem Programm. Und ich bin in Brompton unterwegs mit dem Club-Velo von der Luzern Mobil Challenge. Ich muss sagen, richtig praktisch. Ich gehe viel lieber mit dem in die Stadt. Mit dem Rennvelo würde ich jetzt nie gehen, sonst bin ich ja sonst immer mit Nextbike. Mir ist gerade vorhin spontan in den Sinn gekommen. Wir gehen nachher noch gerade ins Spa. Ich habe kein Bad, was ich mitgenommen habe. Wieder mal klassisch vergessen. Also, ich habe jetzt extra das Velo noch ein bisschen zusammengeklappt und abgeschlossen. Ich hoffe, dass es safe da. By the way, mit dem Nico, wo ich jetzt nachher gleich ins Bar gehe, er hat mir gestern einen eigenen Custom-Song machen für mich. So einen Motivational-Song. Ich habe mir für Rebecca also einen Custom-Song, so einen Liebes-Song machen. Und der Nick macht aber einen für mich. Motivational-Song. Ich mache jetzt noch eine Montage mit meinem eigenen Motivational Song. From the bottom to the top, Peter's on the rise. With a heart full of fire, determination in his eyes. He's been training day and night, never backing down. Gonna prove the world wrong, gonna wear the crown. Wir
Warum er diesen Song hat machen, das könnt ihr noch ganz schnell selber fragen. Da kommt jetzt nämlich auch. Was ist das für ein Song? Ein Lebenswerk. Es ist ein Lebenswerk. Wo ich dich kennengelernt habe, vor 7 Jahren, habe ich gewusst, eines Tages ist über einen Song für dich. Wir gehen jetzt noch in Kebab. Jetzt wieder ein Rüebli für dich, he? Ja. Ich habe keinen Platz mehr, schon reserviert. Ja. Ich habe einen Lounge im Kebab reserviert. Ein guter Abo. Ich esse wieder mal am meisten. Immer zwei Sachen. Komisch. Mal. Wir haben jetzt 18:30 und ich gehe jetzt auf 1 Stunde einen Run. Und zwar ist es ein GA2-Run, also zuerst 15 Minuten einlaufen, dann 30 Minuten, 4 Minuten 30 Pace und dann 15 Minuten auslaufen. Ich habe vorher noch ein Video geschnitten und war am Nachmittag noch in Luzern, um für die Luzern Mobil Challenge noch 2-3 Shots aufzunehmen. Schaut euch mal die Shots an, die ich aufgenommen habe. Mit der Insta360 und irgendwie etwa 3 Meter langen Stange. Die Leute haben mich richtig komisch angeschaut in der Stadt. Die haben jetzt noch gebraucht, für mein Update zu machen, zum, wie es ist nach jetzt knapp der Hälfte von der Luzern Mobil Challenge, also nachdem, dass wir unsere Autonummer abgegeben haben. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es jetzt nicht mega, mega krasse Umstellung gewesen, weil ich habe, ausser dass ich jetzt Mobility einmal gebraucht habe, für an Wings for Life Run gehen, letzte Woche, und dass ich 2-3 Mal mitgeritten bin und mich jemand mitgenommen hat, eben, habe ich nicht mega viel umstellen. Ich glaube, für Rebecca ist es sicher noch ein Ticken schwieriger gewesen, weil sie jetzt mit dem ÖV den Monat unterwegs ist. Aber ich muss echt sagen, bis jetzt ist es richtig, richtig cool als Klapp-Velo da hinten. Was ich allerdings noch nicht brauche, das sind die 2 Gutscheine, die ich noch bekommen habe für Coworking Day Pass vom Hirschengraben Coworking. Ich habe schon einiges gehört von dem Coworking, also schon mal 2-3 Mal jemand geschrieben auf LinkedIn, das weiss ich noch. Vielleicht, wenn es sich jetzt gerade noch ergibt, die nächsten 1-2 Wochen, mache ich mal einen Termin dort vor Ort. Aber sonst finde ich es halt mega nice, dass ich meine Homestation fürs Editing hier habe. Aber vielleicht passt es ja auch. Einmal geht in der Stadt. Mit Rebecca hat glaube ich auch mal Bock drauf, in der Stadt einfach einen Coworking Day machen. Let's see! Also ich bin jetzt 15 Minuten eingelaufen. Ab jetzt 4 Minuten 30 Pace. Let's go! Das Wetter ist brutal heute. Freitag Abend. Einfach schön. Let's go! Ah, der Muskelkater von gestern kickt richtig. Das ist gerade so schwierig, die 4 Minuten 30 Pace halten. Ah. Es schmeckt überall nach Bärlauch und ich habe so Hunger. Es schmeckt wie ein Bärlauch-Pesto, Pasta, Party irgendwo da im Wald. Ah! 30 Sekunden in die Richtung und nachher 15 Minuten Vollgas in die andere Richtung. Und dann ist es durch. Aber das erste Mal richtig Seitenstechen. Ah, let's go! 4:33. Immer noch gut. Wahrscheinlich eines der härtesten Trainings bis jetzt. Ah. Okay, ich musste zweimal furzen und nachher ist jetzt der Seitenstechen weg. Ich glaube, es war doch kein Seitenstechen. Juhu! Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber I did it. 45 Minuten. Jetzt noch 15 Minuten auslaufen. Oh, oh shit, hey. Anstrengende Runde gewesen. Krass schöner Sonnenabend. Hey. Sonnenabend. Krass schöner Sommerabend. Hey. Schmeckt so krass. Nach da hinten frisch geschnittenem Gras. Nach Barbecue. Es gibt glaube ich nur noch 2 Geschmäcker, die noch etwas besser schmecken. Und zwar Sommerregen. Und ich liebe, wenn es so gegachert wird, wenn es so nach Erde schmeckt. Oh. By the way, vorher, heute Nachmittag, wo ich die 2-3 Shots noch aufgenommen habe für die Luzern Mobil Challenge, war ich einfach im Uber fahren gewesen, und bei der Kreuzung abgebogen ist auf die Autobahn. Dude. Ich bin nachher so ein bisschen hinten nach, um ihn zu rufen, aber ein anderer Uberfahrer hat den Mann schon gerufen. Er ist einfach auf die Autobahn. Er hat nachher aber wieder umgekehrt und ist wieder zurückgekommen. Ich glaube, das war das letzte Mal, als er dort durchgefahren ist. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Peng, Training fertig. Pop. Spitzen. Anstrengend.
Willkommen auf dem Balkon und zu meinem anschliessenden kurzen Core-Workout. Alter, meine Legs. Das ist die heftigste Kombo. Beine trainieren am Tag vorher und dann 24 Stunden später ein GA2-Training. Also so ein bisschen schnellere Pace. Okay, let's go. Übrigens, letztes Mal hat mich ein paar von euch richtig geroastet, weil ich gesagt habe, der Rigi ist irgendwie noch ein bisschen im Nebel oder hat so schön Wolken rundum, oder ich weiß auch nicht, was ich genau gesagt habe. Ich weiss, dass es eigentlich die Rigi heisst, aber es ist noch komisch zu sagen, die Rigi hat gerade mega Wolken rundum. Und aus dem Grund, danke für eure Kommentare, aber ich habe es gewusst, dass es die Rigi heisst. Das habe ich wahrscheinlich in meinen ersten paar Wochen gelernt, als ich hier in Zentralschweiz gezogen bin. Essen schon. Nein, ist gut. Warte. Nein, oder wie lange? Alles gut. Wenn du essen willst? Okay, ich kurze heute das Bauch-Workout ein bisschen ab. Das war nur die Hälfte, nur 15 Minuten. Eigentlich wäre heute 30 Minuten auf dem Programm. Aber ich komme mit dabei hier und ich mache die anderen 15 Minuten morgen. Weil ich muss jetzt essen. Gute! Nein, lass sie bestimmt auch für das Sportspektrum. Ja. Gute. Plan für heute. Jetzt zuerst ein Video schnell schneiden, wo heute Morgen noch fertig werden soll. Und am Nachmittag habe ich eine 5 Stunden Bike Ride. Ich bin fertig und jetzt geht's los. 5 Stunden Bike Ride heute. Ich bin glaube noch nie 5 Stunden mit dem Rennvelo unterwegs gewesen, am Stück. Ich glaube die längste Tour bis jetzt ist, wenn ich mich nicht täusche, 4 Stunden gewesen. Und ich habe heute noch eine Begleitung, die mitkommt. Und zwar kommt der Joris mit. Ich habe ihn zufällig einfach am Bahnhof einmal gesehen. Und er hat gesagt, ey, er trainiert auch für den Ironman. Machen wir mal das Training zusammen. Und dann hat mir per Zufall geschrieben, dass er auch heute einen 5-Stunden-Ride hat. Und jetzt machen wir ihn zusammen. Genau. Und wahrscheinlich gehen wir Richtung Kanton Aargau. Fahren vielleicht zum Halwilersee, am Baldeckersee vorbei. Und vielleicht machen wir noch eine kleine Kaffeepause oder einen kurzen Boxenstopp bei meiner Mom. Wetter wirklich brutal. Ich muss mich sogar noch ein Bier ein bisschen eingrämen. Unbedingt. Es wird Rebecca hässig, wenn ich mich nicht eingräme. Okay, eine Flasche Wasser nehme ich mit. Und dann nehme ich eine Flasche mit Elektrolyt mit. Und 2 Schiel und eine Riegel nehme ich auch noch mit. Okay, noch eine mehr. 2 Riegel, 2 Schiel, 2 Trinkflaschen. Und ich habe vorhin noch richtig reingepegen. Also ich habe noch eine Portion Pasta gegessen. Von dem her, ich glaube, es wird easy gehen. Es wird einen heftigen Abdruck geben heute. Ich sehe es jetzt schon. Ich habe gehört, beim Velofahren sagt man nicht Abdruck, sondern Rändli. Hat mir jemand auf Insta geschrieben. Alrighty! Also wir sind unterwegs. Joris begleitet mich heute. Du machst auch den Ironman, oder? Yes! Jetzt gehen wir auch zum ersten Mal. Auch zum ersten Mal, ja. Let's go! Und wir fahren jetzt, da hinter uns ist der Baldeckersee. Wir fahren jetzt alles Richtung Halwilersee. Und dann ja, weiter Richtung Kanton Aargau. Oh, den ganzen Tag. Ja. Also wir gehen jetzt hier über den ersten Hocker. Wir machen einen Höhenmeter. Zieht schon ein bisschen rein. Die Sonne brötelt auch gut. Aber ein bisschen Höhenmeter ist schon gut für tun. Oh. Aber die Aussicht ist also heftig, he? Ja. Geil. Das ist wirklich geil. Da kommt noch das Bänkchen. Aber machen wir mal keine Pause. Geil. Ich fahre jetzt hier Richtung Schmiederhut. Wegen Joris da, wo meine Hometown. Beautiful! Sind Sie in Schöftlen? Ach, müssen. Man kann austeilen, was man will, oder? Wirtschaft. Wirtschaft, genau. Ah, und schön bist du da, Peter. I love you. Ein Gruß am Rebi. Richtig aus. So, wir sind in Knutwil. Ich habe jetzt dem Joris erklärt, dass wir alle Ortschaften hier
In Luzern sagt man Knutu. Und St. Erhard sagt man auch nicht St. Erhard, sondern Deret. Jetzt haben wir 2 Stunden 43. Das ist eigentlich der wieder zurückgefahren und dann sind wir fast vielleicht noch ein paar Schlaufen nicht mehr machen. Dann haben wir es dann mit diesen 5 Stunden. Wir machen ein paar Höhenmeter. Die letzte Stunde ist angebrochen. Bis jetzt, ich fühle mich immer noch gut. Du? Ja, mal. Gut, eh? Ja, tipptopp. Oh, jetzt schmeckt es echt fein, Schatz. Hast du auch Hunger? Ich muss zuerst noch ein bisschen verschnaufen. Dann kann ich etwas machen. Aber dann definitiv. Oh, ich habe so Hunger. So, danke dir vielmals. Das war richtig geil. So, das war jetzt ein richtig geiler Ride. Shoutout an Juris. Hat richtig Spass gemacht. Geh jetzt heim. Nur schnell umziehen. Okay, das sind übrigens noch die Stats vom Velofahren jetzt. Und jetzt geht es noch direkt auf den 15 Minuten Easy Run. Rebecca hat mich gefragt, ob ich ihr das Cola Zero bringen kann. Weil ich jetzt einfach den ganzen Tag weg war. Die Chance muss ich ergreifen. Da-da-da-da. Juhu! Danke schon! Jetzt. Achtung, es ist schon geschüttelt. So, und jetzt noch 15 Minuten Bauch. Dann bin ich fertig. Also, wir haben es gestern gesagt, ich habe mich committed. Ihr seid meine Commitment-Buddies. Ich mache jetzt noch die 15 Minuten Bauch. Vorher musste ich ein bisschen korbsen. Da ist mir ein Stück vom Riegel wieder raufgekommen. Mmm. Oh, weißt du, was habe ich auch noch gekauft? Hummus. Oh, wow. Wir haben eben noch über Essen geredet und er hat gesagt, er hat Hummus und Spiegeleier gemacht. Ich habe jetzt so Lust auf Hummus und Spiegeleier gehabt. So fein. Oh. Das ist krass, es geht nicht mehr mit 2 Monaten bis zum Ironman. Und ich habe noch nie in Open Water geschwommen. Ich habe keine Wetsuit und ich habe keine Trisuit. Das brauche ich noch. Auf meiner To-Do für nächste Woche. Weil heute hat auch Schwimmbad auf da. In Emmenbrock. Also das Mooshäusli ist jetzt draußen offen. Und es hat jetzt so ein 50 Meter Pool. Und da werde ich unbedingt mal noch ausprobieren jetzt. Aber es ist heute noch mega kalt. Und für das brauche ich einen Wetsuit. Cheerio! Weil heute kommt noch Besuch von einem ganz speziellen Gast. Aber ich werde euch noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet sie wahrscheinlich sehen im nächsten Vlog. Klar scheint mit dem Meistertitel für Ibe. Definitiv ist es noch nicht, weil es eben erst klar ist, wenn alles geklärt ist. Und das wird nach den 90 Minuten gegen Lugano definitiv nicht der Fall sein. Ein schönes Wetter und ich habe gestern haben wir Rebecca wieder einen Vortrag gehalten, wie wichtig das ist, sich einzugrämen. Darum, hast du es gesehen? Ich bin mich am eingrämen. Übrigens, ich bin auch nicht ganz rausgekommen, wie das Training heute aufgebaut ist. Also ich glaube, ich habe es doch falsch verstanden. Ich glaube, es ist 1 Stunde Velofahren, Vollgas, dann einfach Trab und dann 1 Stunde und dann 1 Kilometer. Einfach joggen, 5 Minuten Pace und dann ausfahren mit dem Velo 15 Kilometer. Das Velo-Jersey habe ich noch nie angekommen. Das ist richtig locker an den Armen. Danke Kevin. Kevin, der Mikro ist filmen in Lanzarote, hat einfach zu dicke Bizeps. Kevin sieht aus wie ein typischer Rennvelofahrer. Und jetzt ist es bei mir auch einfach locker. Merci Kevin, gell? So. Übrigens, seit etwa 3 Tagen hat Jonas Deichmann seine crazy Challenge angefangen mit 120 Ironmans in 120 Tagen. Er hat tatsächlich jetzt schon 3 Ironmans am Stück gemacht. Unnormal, wirklich krass zum Zuschauen. Ich wünsche ihm natürlich alle Erfolge der Welt und vor allem auch, ich drücke die Daumen, dass alles smooth abläuft. Er sich nicht verletzt oder irgendwie, sonst irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Aber ja, bin richtig gespannt, um das mitverfolgen. So. Okay, der Stefan hat mir jetzt gerade noch ein Update geschickt, weil ich habe ihn vorhin gefragt, wie das Training genau aussieht. Und ich habe gemerkt, es ist ganz ein ganz anderes Training, wie ich es bisher jemals gemacht habe. 15 Minuten einfahren mit dem Velo locker. Nachher 2 Kilometer Velo Vollgas. Dann 1 Kilometer laufen,
mit GA2, also 4,45 bis 5 Minuten Kilometer und dann sofort wieder 2 Kilometer Velofahren Vollgas. Und das machst du insgesamt, machst das 10 mal 10 Runden. Hoffe, das ist klar. Okay, tschüss, viel Spaß. Ach so. Das heisst, ich gehe nachher noch meine Laufschuhe holen. Ich mache das dann auf der Rundbahn nachher. Also ich deponiere jetzt meine Schuhe hier und nachher komme ich einfach immer mit dem Velo hierher, stelle es hierher, mache meine Rundinnen auf der Rundbahn, knapp 2,5 Rundinnen, nehme wieder das Velo, mache 2 Kilometer, habe wieder die Schuhe hier, blablabla. Mal schauen, wie das Training rauskommt. Bin gespannt. Okay, let's go. 2,5 Rundinnen. Wieder ein 5er Pace. Schon mehr Wettbewerb im Schuhwechsel. Ich denke, den Helm gerade abhalten. Runde Nummer 2. Wir haben eine richtig geile Runde herausgefunden. Die geht genau bis zum Kreisel. Ich kann mit dem Kreisel einmal rundherum fahren und dann genau 2 Kilometer wieder hier oben. Back again. Also es ist nicht 100 Mal die gleiche Aufnahme, sondern das ist einfach jetzt die dritte Runde. Runde 4 kommt. Jo, Runde Nummer 5. Junge, ich meine, ich werde den Schuhwechsel eintragen. Let's go. Runde 6. Let's go. Runde 7. Runde 8. Round Nummer 9. Round Nummer 10. Beste Runde Velo gewesen. Juhu! I did it. 10 Runden. What a sesh. Ich habe so viel gesalzen. Hey. Et voilà. So sieht das aus. Gute. Und in dem Sinn, mit dem feinen Essen, das ich mir jetzt hier gerade gönne, wäre es auch das gewesen von dieser Woche. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Nächste Woche kommt wirklich ein ganz besonderes Highlight. Schaut unbedingt vorbei. Jetzt gilt es ernst. Noch 2 Monate bis zum Ironman. Peace! Es gibt sicher so 2 Arten von Zuschauern, die Videos schauen. Die einen, die nach dem Video so Bock haben, um zu trainieren, und die anderen, die so Bock haben, um etwas zu essen.